Bounds. Herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator Nummer 15. Unsere Person Sohne und Hallo. Meine Wenigkeit. Der Bauernlümmel. Ja, wir sind gerade dabei, Raps zu ernten. Genau, Carlo erntet da gerade schön den Raps ab und ich bin natürlich schon direkt mit dem Flug jetzt wieder hier am Acker. Wie lange hat es ab Ernten gedauert, ungefähr? Ja, ich sag mal eine halbe Stunde oder so. Wir sind aber noch nicht fertig. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ich habe jetzt mal den Drescher gefahren. Jetzt habe ich mir gedacht, lass es einen Helfer machen. Carlo kann abladen fahren, weil wir brauchen halt hier immer mehr Geld. Weil die Unterhaltskosten jetzt immer ein bisschen höher werden durch die hohe Schwierigkeitsstufe, aber momentan haben wir jetzt 73.000. Ich denke mal, schaffen wir schon alles. Ja, wir haben auch ja gerade ein Angebot am Laufen gehabt. Einen von den Riesenanhängern habe ich ja gerade weggebracht. Ja. Ja, stimmt. Wir hatten vorher 23.000, als ich das letzte Mal aufgeschaut hatte. Und jetzt haben wir 73. Das passt doch. Ja, das geht. Also, diese Verkaufspreise sind natürlich je nach Schwierigkeit immer geringer, denn. Und ich muss sagen, die Preise kommen auf jeden Fall realistisch den deutschen Preisen näher. Sind denn die Preise geringer oder gibt es weniger diese Angebote und Nachfrage? Angebote und Nachfrage, das weiß ich nicht, wie das läuft. Aber die Preise sind auf jeden Fall geringer, also bekommst weniger. Ja gut, das sollte man dann mal im Auge behalten, weil das ist ja gerade, wir sparen. Das ist ja die Strategie des Spiels, Ernte einholen, Silos voll machen und dann, wenn Angebot und Nachfrage ist, dann alles verkaufen, wie an der Börse. Genau, gut, so macht es ein echter Bauer zwar nicht, aber... Das weiß ich nicht, ich bin kein Landwirt. Nee, echte Bauern müssen natürlich ihre Ernte sofort verkaufen, weil ich meine, das, was alles aussehen, was ich zum Beispiel mache, Grobbern ernten, was man im Frühjahr macht, muss ja alles weg, ne? Ja gut, das ist ja dann quasi auch, da spielen wir eigentlich auch im Arcade-Modus. Genau. Und nicht Simulation eigentlich. Nee, geht ja auch, also eigentlich nicht. Also selbst. Ja, das wäre schon ein bisschen krass, also richtig Simulation zu spielen. Und dann erst im nächsten Jahr treffen wir uns dann wieder hier, Sohn und ich, und es ist Zeit zu ernten, ne? Na ja, klar. Nee, ich denke mal, das ist halt ein Simulator, aber er ist halt doch. Unrealistisch ja, genug, aber auf jeden Fall. Ja, hier von den Fahrzeugen her, die sind sehr schön. Na, vor allem jetzt passen auch diese Kettenfahrzeuge, passt jetzt auch endlich mal hier rein, richtig? Auf die Ami-Map. Ja, von den Dimensionen her, das ist ja unglaublich hier bei den Amis, ey. Unser Helfer weiß gerade nicht mehr weiter, da springe ich doch mal eben ein. Jo, dann machst du den Rest da. Ich muss sagen, der große Grobber, also wie gesagt, also als wir die Folge begonnen haben, hatte ich eine Reihe, jetzt habe ich mehr Reihen und jetzt sind wir bei 3 Minuten, also. Denkt man, ist schon 20 Minuten daran, dann noch zu grobbern und alles Mögliche. Wir wollen nämlich auf dem Feld jetzt hier mal Mais anbauen, weil wir hatten vorher auf dem Kleinen, habt ihr ja gesehen, hatten wir da Mais, jetzt wollen wir aber auf diesem Feld hier Mais machen, weil wirklich mal eine riesen Ladung an Häckselgut zu machen, das kippt dann alles in die Silos, also nicht. Also zur Biogasanlage, weil da macht man einfach das meiste Geld und wir haben zwar eigentlich alles, was wir brauchen, würde ich mal behaupten. Immer, man braucht immer mehr. Naja, gut, wir haben jetzt 3 Trecker, ne? Also wir auf der anderen Map hatten wir 4 Trecker oder wie viel hatten wir da? Genau, wir hatten 4 Trecker am Ende. Ja, da hatten wir auch von null angestartet. Jetzt naja, klar. Haben wir schon Grundkapital. Naja, klar, wir haben ja sozusagen einen Umzug gemacht, weißt du, also wir sind von Skandinavien sind vorüber. Wo war Skandinavien? Was waren das? Irgendwie so. Ja, Skandinavien, Schweden, Bjornholm. Genau. Das ist Norwegen, keine Ahnung. Ja, wir haben unser Fahrzeug, unser ganzen Hof verkauft. Das gab also, wir haben für 70% haben wir halt das Zeugs bekommen und von dem Geld haben wir halt jetzt 3 Millionen waren das ungefähr und jetzt haben wir davon halt jetzt hier gekauft. Weil ganz normal von null Anfang hatte ich keinen Bock gehabt, ganz ehrlich. Nee, da ist auch. Nee. Wir haben noch gearbeitet. Na, wir haben klar. Ja nicht gecheatet oder so. Ja, man kann, ich finde zwar Biogasanlage ist cheaten, weil die einfach so viel Geld abgeworfen hat, aber... Ja gut, aber ist ja scheinbar auch reell. Meinst du, dass die Biogasanlage... Ich meine, es kommt auch so viel Mais raus, wenn man ein Maisfeld hat, also ich will nicht wissen, wie viel mal wir hier fahren müssen. Oha. Du bist da beschäftigt, ne? Ja. Dann hätte ich gesagt, lässt du den da mal ackern
Dann können wir schon mal hier aus, aussehen, weißt Ja, ich kann. Wir haben jetzt zwei Trecker, ne? du? Genau, wir haben zwei Trecker, genau. Ja, gut, du Quatsch, hast einen nee, Trecker, wir haben ich. drei Trecker. Gut, dann kann ich den dritten holen. Genau, da die Sämaschine anmachen. Nicht die ganz große, sondern die halt für Mais ist. Die Hier, rote. die Amazon. Ist das eine Amazon? Weiß ich nicht. Ne, die Amazone, die war doch hier für. Ne, das ist das Düngemittelgerät. Ja, Ja, die die. ganz große ist für Mais und hier die kleine hier, die Horsch. Genau. Genau. Aber beide sind, glaube ich, von Horsch. Aber, also die nur aus einem Teil besteht. Ja, ohne Knickgelenk. Genau. Ey, ich dachte erst, was ist das für eine Riesenmaschine? Und dachte erst, die könnte grobbern und sehen, aber nee, die kann auch nur sehen, ey. Ist schon. Ja, gut, ist aber deutlich breiter, das Gerät, ne? Ja. Aber du brauchst doch auch ordentlich Power. Also, gerade für den Grobber hier, also der könnte eigentlich noch größer sein. Ja, da brauchst du hier mit so einem kleinen Deutsch nicht ankommen. Ne, wie gesagt, ich hab deswegen den stärksten Trecker, habe ich hier am Grobbern. Und komme mit 20 km/h, also der macht es bestimmt locker, denke ich mal. Locker und zügig. Und sobald wir jetzt noch den Rest verkauft haben, ach, wir müssen das kleine Feld noch gleich abernten. Dann können wir, wir lassen die Zeit noch so lange unten, bis wir das andere Feld auch abgeerntet haben. Und dann können wir den Stuff noch verkaufen, weil dann können wir uns die hohe Nachfrage erhalten, obwohl wir eigentlich auf 30 spielen wollten. Eigentlich müssten wir sagen, ja gut, dann ist die Nachfrage halt weg. Weil ich meine, eigentlich, wir haben noch genug Geld, ist eigentlich, um die Zeit auf 30 zu stellen, oder? Oder willst du noch eine Ja, LKW-Ladung gut, verkaufen? ich würde jetzt noch die eine Ernte verkaufen, dass wir ein Grundkapital haben. Ja, gut. Dann machen wir das so. So, ich bin jetzt schon wieder am Sehen. Jo, super. Mais, ne? Yep. Super. So, jetzt sind wir bei 7 Minuten. Krass. Ja, wie gesagt, also Landwirtschaftssimulator ist halt nicht immer so viel zu sehen, aber pff, sonst würden die Leute sich ja nicht anschauen. Wir müssen halt uns natürlich noch irgendwo einen Wald machen, weil Wald gibt es ja nicht wirklich, also gibt es ja keinen richtigen Wald, ne? Ja, man braucht ja hier für den Harvester, hier für diese Baumerntemaschine, sag ich mal, brauchst du halt diesen Tannenwald, ne? Genau, den haben wir. Also, man kann sich ja einen Wald pflanzen, das ist ja kein Ding, weil es, man hat zwar nicht den schönen Waldboden, nicht so einen schönen Wald dann, aber gut, ganz ehrlich. Okay. Den kriegen wir schon irgendwie hin, weißt du, weil du musst die Bäume auch normalerweise nachpflanzen. Dann zimmern wir uns, nehmen wir uns irgendein Eckfeld, also was recht weit in der Ecke ist, pflügen das um. Aber wir können, pflügen das auf Gras um, dass das Feld einfach komplett weg ist, oder lassen es einfach und machen halt einfach da dann schön Bäume hin. Ja, das kommt dann mal. Schön dicht sehen und dann passt das. Ah, es macht Laune mit dem Teil zu fahren. Das ist besser als der New Holland Knicker. Der hat das ja bei jeder Lenkbewegung da boing, boing, boing. Das fand ich nicht schön. Ja, bei der ist besser, denn, obwohl ich den im 13er gespielt habe und der nicht so schön war. Wie gesagt, die Map, wo wir die auf der gerade spielen, die war auch ein 13er, ne? Das war die, es gab für den 13er gab es Net-On, Titanium Edition. Und da kamen auch diese Case-Fahrzeuge zu, denen ich zum Beispiel gerade fahre, weißt du? Die Ja, gab es da okay, auch. das habe ich da noch nicht gespielt. Ja. Aber, ey, also ich muss sagen, bis auf das hier der Wald fehlt, ist mir die Map eigentlich lieber. Wo hast du, wie viele Ja, ich bin Felder da hast? ein bisschen gemischter Gedankengedinge. Ich hätte jetzt erst die andere Karte zu Ende gespielt, bis wir alle Felder haben oder so. Aber das ist wieder der Größenwahnsinn. Nicht, das war schon gut, dass ihr einfach umgezogen seid. Ja, wirkt, also ich wollte halt ein bisschen gegenwirken, weißt du, wir immer. Ich werde einfach nochmal was Neues erleben, weil es so gut, wir müssen das, werden natürlich hier länger durchhalten, Ja, als drei zu gut. folgen, aber. Weißt du, ich fand halt, die Maschinen passen halt mehr nach Amerika, weißt du, das war halt nicht mehr so ein deutsches Verhältnis, was wir hatten da. Das Ne? stimmt Weil in allerdings. Deutschland hat kein Bauer, hat alleine, also als Eigentümer solche eigenen Riesenmaschinen. Vor allem fahren in Deutschland selten welche mit Ketten. Nee, Ketten habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem ein Drescher mit Ketten, ey.
Sowas gibt es eher so im Oldenburger Land. Ja, Hessen, wo die riesige Landflächen haben. Das weiß ich aber auch nicht persönlich, sondern das habe ich aus Erzählungen. Oh, das ist eine Sage, ja. Eine Eine Sage. Sage. Genau. So, ich mache den Mähdrescher leer und dann fahre ich den erstmal beiseite. Ich Ja, vertick noch den an der restlichen den Raps, den Drescher Rest. kannst du eigentlich, können wir aufs nächste Feld eigentlich umsatteln. Auf Feld 16. Jo. Und weil ich mir auch angewöhnt habe, ich fahre nicht mehr quer über Felsen, sondern ich fahre immer wirklich auf den Wegen. Ja, das ist auch assi irgendwie. Das machen die in Wirklichkeit auch nicht. Genau. Ist ja ein Simulator, wir wollen ja realistisch spielen. Aber eigentlich müsstest du Ja, dann gut. irgendwie eine deutsche Flagge da hissen, ne? Wir müssen uns gegen die amerikanische Konkurrenz durchsetzen. Das sollte mit unserem Know-how kein Problem sein. Es gibt auch ein Autokino hier. Es wird zwar kein Kino gezeigt, aber es ist einfach da. Schön. Können wir einen Kinoabend machen, fahren wir alle hin. Dann passt das. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ein ordentliches Stück hier zu machen, ey. Vor allem werden wir nachher erstmal wieder nichts zu tun haben, weißt du? Also, wie gesagt, wenn du den LKW die Lagen verkauft hast, dann würde ich sagen, drehen wir jetzt halt sofort hoch. Und müssen sofort aussehen, damit wir halt nicht diese Leerspanne haben, weil wir hatten vorhin extreme Leerzeit, weißt du? Also, Ja, was heißt okay. extrem? Also, wir konnten alle Fahrzeuge in Ruhe putzen, gut, aber ist halt nicht so Soll sonderlich spannend. ich fürs Grobe einen Helfer einstellen? Fürs Aussehen meinst du? Kannst du machen, ja. Fürs Aussehen, ja. Ja, wir stellen einen Helfer Eine Sekunde, ein. Telefon Jo. geht, Entschuldigung. Tjo, bin ich erstmal alleine hier. Das kriegen wir alles hin. Der macht alleine. Ja, der macht alleine, super. Dann kann ich mich nur weiter rückrobbern. Dann passt das nämlich auch. Und wie ihr seht schon, es sind jetzt 12 Minuten, also. Es ist jetzt nicht groß spannend, aber ich meine, einige werden einfach hier zugucken, um einfach, ja, einfach zu sehen, was ich mache. Oder wir machen als Community. Und mal gucken, was für. Wie weit wir hier kommen, vor allem, wie groß unser Fuhrpark irgendwann ist. Wir haben ja einige Bauern, wir haben den einen Nico, den zweiten Nico, den Robert haben wir. Eigentlich hätten wir noch so noch den Flo, aber der hat momentan keine Zeit. Und dazu noch den Alex. Also eigentlich sind wir 7 Leute und davon spielen halt 3 aktiv. Ja, natürlich schön, wenn die anderen auch ein bisschen aktiver werden. Oh, der eine. Ich kann ja mal direkt bei WhatsApp nachfragen. Dann gucken wir mal. Jo, Freitag, 16 Uhr. 16:26 Uhr haben wir. Wir haben jetzt heute 3 Folgen aufgenommen hier auf der Karte und das passt dann schon. Ich hoffe, man hört den Carlo nicht, weil Carlo hört man normalerweise beim Telefonieren immer. Mäp, 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 mäp. So. Ja, und ich würde gerne mal wissen, was haltet ihr eigentlich, also kommt jetzt bis recht spät, denke ich mal, die Nachfrage. Was haltet ihr denn von dem Map-Wechsel? Also, finden Sie es schade? Ah! So, wieder da. Jo, ich wollte gerade die Zuschauer fragen, was sie besser, also welche Karte sie besser finden auf den ersten Eindruck. Das würde ich mal gerne wissen. Ja, das wäre mal eine interessante Umfrage. Welche Karte Also ist besser? von den Lecks her ist die amerikanische wesentlich besser, glaube ich. Ja, also ich habe bis jetzt auch nur ein paar Mal Lex gehabt, also wirklich sehr selten. So, du Oder bist. es ist ein Bug, weil wir hatten ja anfangs hatten wir auch immer noch Strom gesammelt und irgendwelche Chaoten haben Bäume umgenietet, Ja. geholzfällert. Genau. Wir haben das Gefühl, Auch dass das dadurch kommt, immer mit den Bäumen. ja, irgendjemand hat auch mal 100 Hühner gekauft, wodurch das dann so komisch wurde. Chicken Legs. Chicken Leg. Jo. Ich würde ja sagen, dass wir jetzt unseren Augenmerk nicht direkt immer nur auf die Feldwirtschaft legen, sondern auch wirklich auf die Kuhzucht. Ja gut, da sind wir aber dann wieder den Dingen drin hier mit Silage. Ja, Silage machen wir ja. Also ich sehe ja gerade das Feld aus. Also Quatsch, ich grobbe das Feld. Der Helfer sät da Mais.
Den können wir dann häckseln, also fährt gleich jemand, also nächsten, weiß ich nicht, später fährt dann Häcksler. Beziehungsweise wir lassen den Helfer, lassen wir häckseln. Und dann können wir uns mal abwechseln. Einer fährt mit dem LKW, einer mit dem Trecker und immer Hänger hin und her fahren, weißt du? Dann steht der nie still. Wir Genau, kommen so soll gut das voran. sein. Du hast schon verkauft? Oder bist du gerade dabei? Nee, ich bin gerade dabei. Dann dreht er noch die Zeit doch mal auf 30 wieder. 15 wollen wir eigentlich anpeilen, aber noch müssen wir 30 spielen, sonst geht das nicht. Oh, es gibt Geld. Cool. Ja, ein paar Taler gegeben. So, der Anhänger ist leer, der andere, wo der am Scania hängt, ist auch leer. Dann komme Jo. ich jetzt zurück, erst Zeit hochballern. Genau, auf 30. Genau. Super. So. So. Was ja eigentlich auch eine Art von Cheaten ist, Naja, aber Echtzeit kannst du nicht spielen, ganz ehrlich. Da müssten wir alle Felder besetzen würden, das hier alles aussehen, dann könnten wir morgen dann anfangen zu ernten. ja, in Echtzeit wäre das doch ein bisschen anders. So nach dem Motto: Sohn, ich kann nicht mehr ernten kommen, ich habe jetzt Frau und Kinder. Tut mir leid. Wir sind dann nächstes Jahr wieder da. Bis dahin ist die Ernte verdörrt. Auf jeden Fall. Wir haben übrigens auch einen Ladewagen schon. Mit dem mittleren haben wir uns gekauft. Der die Kühe Stroh haben, weißt du. Also die Silage Ja, ist auf hier, jeden Fall Heu. wichtig. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Silage auf den Haufen gekippt. Eigentlich müsste ich das Silo mal zumachen bei den Kühen. Dass wir jetzt Ja, aber dann Äpfel schon mal haben. braucht man. Hast du denn auch schon Mähwerk? Nee, Rasen haben wir nicht. Also wir wollten die eigentlich erstmal nur mit Silage füttern. Also erstmal. Also. Weil also momentan Ja, haben sie. dann. Also momentan hatten sie nur Heu gehabt und hatten so 10% und wir gestern hatten wir 80% und da hatten sie Heu hatten sie gehabt, bisschen Rasen. Nee, Quatsch, Heu und Silage waren nur noch da, Rasen war gar nicht mehr da. Weil wir wollen ja Biobauern werden eigentlich, wa? Dann dürfen nicht solche riesen Maschinen fahren. Ja, aber in dem Fall ist das dann kein Rasen, sondern Heu. Genau. Naja, es gibt auch einen Unterschied. Heu und Stroh ist auch ein Unterschied, ne? Ja, Heu ist geschnittene Wiese und Stroh ist geschnittene Getreide. Fressweizenkeime. Nein. Wo kommt das eigentlich her, diesen Weizenkeimer? Naja, das ist ich als alter Mähdheftleser, Alfred E. Neumann-Fan, weiß, woher das kommt. Okay, ich weiß das nicht. Nein, das wissen viele unserer Zuschauer, glaube ich, auch nicht. Das spielt auch keine Rolle. Fress einfach Weizenkeime. Mähdrescher steht schon wieder. Ich eile dahin, um den zu entleeren. Ja, und ich bring grad den Grobber mal weg. Ich putze den jetzt aber nicht, ne? Nein, wir sind voll in der Ernte, wir sind voll im Stress und so, geht nicht. Ich muss putzen eigentlich sowieso der Maschinen, also gerade beim Grobber, ganz ehrlich, der wird immer dreckig. Ja, aber das Reinigen, das schützt vor Durchrostung. Stimmt auch wieder. Gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du den Schlamm da dran hast, der permanent feucht ist und auf dem Metall aufliegt, dran klebt. Du hast feucht Hast du. gesagt. Ja. Oh, ja, Regen ist auch feucht. Genau. So, ich fahre mir jetzt Garner nach Hause und denke mal, den werden wir gerade nicht brauchen. Der Sound vom Scanner ist auch recht leise, fällt mir mal auf. Ja, ich dachte, ich blieb stehen und bin ausgestiegen. Ja. Oh, alter Mantowitz. So, parke ich den jetzt auch hier auf dem Hof. Der hat nämlich seinen eigenen Parkplatz, also beide Hänger haben ihren eigenen Parkplatz, obwohl wir davon schon mal 5 hatten eigentlich. Fahr los. Die kommen nämlich hier hinten hin. So. Hoppala. Ich finde halt schön, dass die Halle, also wie habe ich schon öfter gesagt, die Halle finde ich total schön auf dem anderen Hof. Der andere Hof war so zerstreut, weißt Ja, der war so weit liegend. du? Ja. Hast du oben was, unten was? Ja, das habe ich so ein bisschen genervt. So, dann werde ich mal jetzt noch den Düngestreuer ankoppeln. Ist natürlich total notwendig mit einer, warte, ich muss kurz nachgucken, Traktoren. Mit einer 620 PS Maschine Dünger streuen zu gehen. Das ist schon ein bisschen übertrieben, ja. Das wird die Maschinenkosten in die Höhe treiben. Jetzt sehe ich gerade aus.
Ernteeinnahmen 70.000, Betriebskosten Fahrzeuge 2.500. Geil. Oh. Ja, ich, also, es muss halt auch irgendwo schwer sein. Wenn es so einfach wird, wie es dann war, ist dann doch ein bisschen. Ja, dann wird es langweilig. Ja, so musst du genau kalkulieren. Ich würde sagen, wir tauschen einfach die Maschinen. Obwohl der große Case, der kriegt einen dicken Anhänger ja auch gezogen. Na, Fahrzeuge würde ich so erstmal so lassen, die wir haben, würde ich lassen, auf jeden Fall. Oder was meinst du jetzt? Ja, lass es mal. Ich muss. Also, die Kosten werden wir locker gedeckt bekommen. Wir können halt, denk ich mal, nicht immer dann verkaufen, was wir wollen, aber wir müssen halt dann ab und zu mal zwangsverkaufen. Okay, ja, wird sich, dann wird sich alles noch einspielen. Auf jeden Fall. Und notfalls müssen wir halt ein paar Bäume fällen und verkaufen irgendwann. Richtig. Oder eine Leber oder eine Niere verkaufen. Leber und Nieren, ja. Na gut, wir sind ja bei der Folge schon bei 21 Minuten. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen schönen Cut und ja, melden uns dann demnächst wieder, ne? Wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau, tschüssi.